Guten Morgen, ich hoffe, euch geht's allen gut. Es ist einfach 4.30 Uhr morgens und ich kann nicht mehr schlafen, weil ich bin heute gestern, glaube ich, schon mal 8:30 eingeschlafen oder so, weil ich so müde war. Heute ist auf jeden Fall mein letzter Ferientag und ich bin echt traurig darüber, aber irgendwie freue ich mich auch schon wieder auf die Schule. Ich habe noch heute nochmal richtig viel zu tun, deswegen nehme ich euch über meinen Tag mit. Hier seht ihr auch nochmal, es ist einfach wirklich 4.30 Uhr. Warum tut mir die Welt das an, hä? Leute, die beste Investition, die ich in meinem Leben gemacht habe, ist das hier. Das ist eine Heizdecke. Und damit ist mir die ganze Nacht warm. Leute, die beste Investition, die ich in meinem Leben gemacht habe, ist das hier. Das ist eine Heizdecke. Und damit ist mir die ganze Nacht warm. Okay, Leute, wundert euch nicht, ich mache jetzt das Voice-Over, aber ich bin gerade komplett krank und habe keine Stimme, deswegen, das wird jetzt ein bisschen komisch, aber ich mache es einfach trotzdem. Auf jeden Fall, wie man sehen kann, habe ich mein Bett gemacht, wirklich unschwer zu erkennen. Ich persönlich mag es einfach, mein Bett am Morgen zu machen, weil es dann einfach hinter mir habe und mein Zimmer schon ein ganzes Stück ordentlicher aussieht. Frag mich nicht, wie das passieren konnte, aber als ich gefilmt habe, hat er einfach nicht den Ton mitgenommen. Das heißt, es war die ganze Zeit stumm und ich bin da am Labern. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich genau erzählt habe. Auf jeden Fall habe ich meine Haare aufgemacht. Ich hatte sie in der Nacht nämlich so eingewickelt gehabt. Und ich persönlich finde das richtig praktisch, weil du kannst am Morgen dann einfach deine Haare aufmachen und sie sehen perfekt aus und Bombe. Also ich würde euch wirklich empfehlen, das Ganze auch mal auszuprobieren. Direkt danach habe ich eigentlich auch schon mein Gesicht gewaschen. Also ich habe erstmal meine Haare zusammengebunden und dann habe ich Skincare gemacht. Zu dem Zeitpunkt hatte ich leider eine Entzündung im Auge. Keine Ahnung, wie das passieren konnte. Auf jeden Fall hat das richtig wehgetan. Ich habe deswegen immer so eine heiße Kompresse gemacht oder wie man das nennt. Ich habe im Internet gelesen, dass das irgendwie helfen soll. Ich habe also einfach ein Handtuch genommen, habe es warm gemacht und dann auf mein Auge gehalten. Und tatsächlich, nach 2 oder 3 Tagen war diese Entzündung einfach weg. Also ich würde euch das auch wirklich empfehlen. Ey Leute, das tut mir gerade so leid, dass meine Stimme so schlimm klingt, ne? Auf jeden Fall habe ich dann Kontaktlinsenflüssigkeit, beziehungsweise Augentropfen reingemacht und dann habe ich weitergemacht mit Skincare. Diese Produkte habe ich aus Korea und ich weiß nicht mehr, was ich erzählt habe. Ich finde das gerade so blöd, dass einfach der ganze Ton weg ist. Mann! Kuschelsocken sind mein bester Freund. Ich trage nur 2 verschiedene, weil von dem hier ist hier einfach ein Riesenloch unten und deswegen kann ich es nicht mehr tragen. Für die Leute, die mich bereits kennen, ich liebe es, am Morgen eine To-Do-Liste zu schreiben, weil ich dann einfach produktiver am Tag bin und dann vor Augen habe, was ich alles zu tun habe. Dabei habe ich euch jetzt auch einfach dabei mitgenommen. Ich werde euch die To-Do-Liste auch einfach einmal links einblenden. Ich hoffe, ich finde die richtige an diesem von diesem Tag. Vielleicht war das auch eine andere, ich weiß es nicht. Genau. Meistens ist es auch so, dass ich gar nicht die ganzen Sachen von der To-Do-Liste schaffe, aber das finde ich eigentlich auch nicht weiterhin schlimm. Wenigstens habe ich dann aufgeschrieben, was ich zu tun habe und die wichtigsten Sachen kann ich ja schließlich dann trotzdem machen. Leute, ich habe einfach gerade herausgefunden, dass ich noch Mathe-Hausaufgaben aufhabe. Ich hatte 2,5 Wochen Ferien, ja, und am letzten Ferientag checke ich, dass ich Mathe-Hausaufgaben habe. Ihr müsst wissen, ich habe Mathe-LK und der Lehrer gibt uns in Mathe gerne mal sehr viele Hausaufgaben auf. Das heißt, ich habe Angst, dass das jetzt super viel ist. Ich fange jetzt direkt damit an, sonst schaffe ich das, glaube ich, nicht mehr. Ganz kurz hatte wohl mein Ton wieder funktioniert gehabt, danach aber wieder nicht. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Wenn ihr es wisst, dann bitte schreibt es mir in die Kommentare. Ich habe mit dem Handy gefilmt. Auf jeden Fall habe ich dann einfach angefangen, meine Mathehausaufgaben zu machen. Und zum Glück war das nicht so viel. Die Hälfte der Hausaufgaben hatte ich bereits gemacht gehabt, tatsächlich. Ich hatte mich nur nicht daran erinnern können, weil ich das am Anfang der Ferien gemacht habe. Und ich war so glücklich, weil sonst wäre das viel zu viel geworden. Und ich hatte wirklich nicht so viel Lust auf Mathehausaufgaben. Aber ganz ehrlich, ich habe nie Lust auf Mathehausaufgaben, also ist das keine Ausrede. Direkt danach habe ich einen dummen Fehler gemacht. Ich bin einfach nochmal schlafen gegangen. Eigentlich wollte ich nur dieses Buch lesen, aber ich war so todmüde, weil ich ja schon so früh aufgewacht war, dass ich dann nochmal geschlafen habe. Ich glaube 2 oder 3 Stunden, ich bin mir nicht ganz sicher. Und als ich dann aufgewacht bin, war es einfach schon 9 oder 10 Uhr. Das war so dumm. Ach cool, mir fällt gerade auf, ich habe ja heute schon mal Mathe gemacht, bevor ich wieder schlafen gegangen bin. Auf jeden Fall, ich habe noch ein Kunstprojekt, was ich beenden muss. Eventuell ist die Abgabe bereits längst vorbei. Ich hoffe so sehr, der Lehrer ist nicht sauer auf mich. Ich zeige euch mal kurz das Kunstprojekt. Für die Leute, die die App nicht kennen, das ist Pro. Create. Und unsere Aufgabe war es halt, solche Architekturen zu bauen. Hier ist nochmal eins. Und wie man sehen kann, zu dieser Architektur habe ich dann auch 4 verschiedene Ansichten hier gemacht. Ups, ja, das war nur eine Skizze, das ignorieren wir. 4 verschiedene Ansichten. Ich muss dazu aber noch so eine Nahaufnahme von einem postmodernen Element machen. Wie gesagt, was ich in dieser Szene gelabert habe, weiß ich, um ehrlich zu sein, auch nicht wieder. Ich finde es auch super lustig, dass ich die ganze Zeit Voice-Overs drüber machen muss, obwohl ich in dem Video rede. Auf jeden Fall.
Ich werde jetzt eine Nahaufnahme machen, beziehungsweise soll ich halt zeichnen. Und da ich faul bin, werde ich einfach das Gebäude, was ich bereits gemalt habe, die Umrisse kopieren und auf eine neue Seite bringen, damit ich das einfach ranzoomen kann. Warum kann ich nicht reden? Genau, also ich zeige euch das Ganze auch gleich. Ich versuche das einfach da so ranzuzoomen und dann male ich das aus. Weil ich bin viel zu faul, das Ganze nochmal neu zu malen und ich habe auch gar keine Zeit mehr, weil ich muss es gleich abgeben. Ich bin so froh, dass das Ganze nicht so lange gedauert hat. Ich bin nämlich echt nicht so gut auf diesem iPad, beziehungsweise ich male nie auf dem iPad, deswegen konnte ich jetzt nicht so krasse Sachen machen. Ich habe auf jeden Fall angefangen, das Ganze auszumalen und ich habe es ordentlicher gemacht als bei den anderen, weil es soll ja eine Nahaufnahme sein, wo die ganzen Details gezeigt werden. Deswegen habe ich da noch ein paar Schattierungen reingemacht. Ach übrigens, ich habe nebenbei Kaffee getrunken, weil sonst hätte ich das Ganze nicht mehr mitmachen können. Okay, also irgendwie habe ich das Gefühl, dass das super bescheuert aussieht, aber wir lassen es jetzt einfach so und ich mache noch ein paar Details in das Glas rein. So, und das war's, man erkennt es nicht richtig. Direkt nachdem ich fertig war, habe ich dann auch das Ganze dem Lehrer abgegeben. Ich musste ihm eine E-Mail schreiben. Eigentlich hatte er auf unserem Schulportal so eine Abgabe aufgemacht gehabt, wo wir das abgeben können. Aber ich war viel zu spät. Ich glaube, ich war 5 Tage zu spät oder so. Deswegen habe ich ihm eine E-Mail geschrieben. Ich habe mich auch ganz nett entschuldigt. Und danach habe ich mich dazu entschlossen, mich ein bisschen fertig zu machen. Ich werde das Ganze jetzt aber ganz schnell vorspulen, weil ich keinen Bock habe, das Ganze zu zeigen, wie ich mein Make-up gemacht habe. Ich zeige euch das ja auch sehr oft. Auf jeden Fall habe ich erstmal einen Primer drauf gemacht und dann habe ich meine Augenbrauen durchgekämmt. Dafür habe ich den Gadget Bee Kleber verwendet und ey Leute, bitte schreibt mir mal in die Kommentare, ob es euch aufregt, dass ich gerade das Voice-Over mache, während ich krank bin. Weil meine Stimme hört sich so komisch an und ich weiß nicht, ob das super nervig und anstrengend ist. Etwas Mascara durfte natürlich auch nicht fehlen. Das habe ich jetzt tatsächlich gemacht, bevor ich mein anderes Make-up drauf gemacht habe, damit ich die Überschüsse, welche ich halt auf die Augenlid bekomme oder so, mit einem Q-Tip bzw. Wattepädchen einfach wegmachen kann. Etwas Bronzer durfte natürlich auch nicht fehlen. Und mir fällt gerade auf, ich glaube, ich habe vergessen mitzufilmen, wie ich Concealer drauf gemacht habe, weil ich habe safe Concealer drauf gemacht. War da gerade eine Szene mit dabei, wo ich Concealer drauf gemacht habe? Nein, oder? Da habe ich dann auch noch versucht, meine Nase zu konturieren. Dafür verwende ich auch immer einfach denselben Bronzer. Und meine Lippen habe ich ein bisschen konturiert, weil die sahen dünn aus und ich mag das nicht so gern. Damit mein Make-up auch an Platz bleibt, habe ich noch etwas Bronzer, beziehungsweise, wie nennt man das nochmal? Puder. Genau, ich habe Puder drauf gemacht. Dafür habe ich diesen Make-up-Schwamm verwendet, weil ich habe das Gefühl, dadurch kannst du das Puder besser einarbeiten. Aber das mache ich auch nur manchmal. Also ich ändere mein Make-up gefühlt jeden Tag. Etwas Highlighter darf natürlich auch nicht fehlen, dafür verwende ich einen relativ dezenten. Früher habe ich ja einen relativ krassen und weißen verwendet, aber ich persönlich habe dann einfach an mir herausgefunden, dass mir das besser steht. Und an den Wangen habe ich dann noch einen Flüssig-Highlighter reingemacht. Den benutze ich zurzeit so unfassbar gern. Ich glaube, ich habe den von... Nein, ich weiß es nicht mehr, es tut mir leid. Ich sage es euch im anderen Video, von wo der ist. Ich habe es vergessen. Irgendwie dachte ich, ich muss super fancy sein, deswegen habe ich noch falsche Wimpern aufgeklebt. Dafür schneide ich sie aber immer in der Mitte durch und lege sie nur ans Ende. Dazu habe ich dann auch noch einen Eyeliner gemacht. Ich mache den auch irgendwie immer, nachdem ich meine Wimpern gemacht habe. Ganz seltsam. Und meine Lippen geschminkt. Und das war es dann eigentlich auch schon mit meinem Make-up. Ich fand es heute voll pretty. Wir haben jetzt ungefähr 11 Uhr. Mein Make-up ist jetzt fertig und wir werden jetzt zum TikToks drehen. Und ich werde meinen Schlafanzug anbehalten, weil ich absolut faul bin und mich jetzt deswegen nicht extra umziehen werde. Ich war vorgestern oder so mit meinem Dad bei Ikea und da habe ich dieses Licht gekauft. Es ist so praktisch. Es macht einen riesen Unterschied für mein Zimmer, weil... Mein Deckenlicht ist ziemlich schlecht, deswegen hält das hier nicht richtig. Wenn ich aber das Licht anmache, dann ist es hier ein ganzes Stück heller und die Videos lassen sich besser drehen. Und ich zeige euch jetzt, wie bescheuert das immer aussieht, wenn ich TikToks drehe. Da es ja bald Halbjahreszeugnisse gibt, dachte ich, ich kann ein Video dazu machen, wie ich meine Noten einschätze bzw. das Ganze einfach hinschreibe. Ich habe mir also einen passenden Sound ausgesucht und ich wollte das Ganze auch so mit School-like machen. Versteht mich nicht falsch, also ich bin halt einfach durch die Tür gegangen und habe einfach irgendwelche komischen Bewegungen gemacht. Hauptsache, ich bin auch noch im Schlafanzug, ergibt gar keinen Sinn. Ich kann nur leider den Originalton nicht hier drauf machen, weil das urheberrechtlich geschützt ist hier auf YouTube. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch aber das Original-TikTok gerne auf TikTok anschauen, auf meiner Plattform. Direkt danach habe ich eine kleine Pause gemacht, also ich habe noch ein paar andere TikToks gedreht, die habe ich jetzt nur nicht alle mitgefilmt, weil das wäre super langweilig gewesen und hätte viel zu lange gedauert. Zwischenzeitlich habe ich dann auch noch einen Smoothie gemacht. Genau, also ich benutze dann einfach Himbeeren, mache die kurz in die Mikrowelle, damit sie nicht mehr tiefgefroren sind. Und dann benutze ich Joghurt und, beziehungsweise nicht Joghurt, sondern Quark und Milch. Früher habe ich Joghurt verwendet, aber Quark hat sehr viel mehr Eiweiße und ich gehe ja zurzeit ins Fitnessstudio und möchte Muskeln aufbauen, deswegen ist das besser so.
Ich persönlich finde sogar, dass das Ganze richtig gut schmeckt. Ich habe nur viel zu viel Quark reingemacht, so viel müsst ihr davon nicht reinmachen. Da ich laktoseintolerant bin, ist das auch eine laktosefreie Quarkwahl. Und ich benutze halt immer Sojamilch. Dann habe ich noch die Himbeeren dazu gegeben und etwas Proteinpulver. Das ist auch im Beerengeschmack. Das Proteinpulver kann man an sich ja eigentlich auch einfach so trinken, indem man es einfach mit Milch oder Wasser mixt. Aber ich finde das so unfassbar ekelhaft, deswegen muss ich das immer mit Quark und Himbeeren noch dazu mixen. Und dann schmeckt es natürlich relativ gut, weil es so ein bisschen süßlich dann ist. Und das war es dann eigentlich auch schon mit dem Smoothie. Okay, also ich habe gerade noch mal 4-5 Videos gedreht. Ich habe nur vergessen, euch mitzunehmen, aber jetzt drehe ich noch mal gleich eins und dabei nehme ich euch mit. Ich habe schon fast alles aufgestellt, also das hier kommt einfach in diese Ecke hier und dann versuche ich zu filmen in meinen Spiegel rein und ich stehe halt im Spiegel. Man sieht also nur mein Spiegelbild und nicht mich direkt. Hier habe ich noch irgendwelche Lichter aufgestellt. Also da haben wir Lichter, das sieht man an der Kamera nicht. Da habe ich Lichter an und da habe ich Lichter an. Bei dem nächsten TikTok handelt es einfach um einen Trend. Das heißt, ich habe einfach irgendwas mitgemacht, was zurzeit relativ populär auf TikTok ist. Es sieht super bescheuert aus. Es tut mir leid für alle Leute, die kein TikTok haben und das nicht verstehen. Nimmt es einfach mit Humor. Ich weiß, es ist super komisch und cringe, aber darum geht es auch, dass es lustig ist. Mit CapCut kann man das Ganze richtig easy schneiden. Ich muss nicht mal irgendwas machen und die App schneidet es einfach von selbst. Übrigens kann ich wieder den Ton nicht anmachen wegen urheberrechtlich, aber ihr könnt es auf TikTok sehen. Es tut mir leid, Leute, ich vergesse die ganze Zeit weiter YouTube-Video zu drehen. Ich habe gerade von euch mir ein Outfit zusammenstellen lassen. Ich zeig's euch später. Das war so eine TikTok-Challenge und in meiner Instagram-Story habt ihr gerade entschlossen, dass ich diese Frisur hier mache. Ich blende sie auch ein, wenn ich das wieder finde. Und wie gesagt, dazu mache ich auch ein Insta-Bild. Also falls ihr dieses YouTube-Video seht, dann habe ich das Insta-Bild wahrscheinlich schon längst hochgeladen. Oh, ich hasse dieses Oberteil so sehr. Man sieht einfach fast meinen ganzen BH. Diese Frisur, dasselbe mache ich jetzt auch noch auf der anderen Seite. Au! Ja, das rutscht aber auch komplett blöd. Das ist ja richtig doof. Ja, oh, so würde die Frisur voll süß aussehen, aber ich muss die jetzt hier nochmal an der Seite runterflechten. Es ist mittlerweile einfach schon 2:30. Ich hasse es nicht. Und das binde ich hier unten auch jetzt zusammen und dann sollte ich beide Seiten haben. So sehen meine Haare dann aus und so von hinten. Ich finde es eigentlich doch ganz süß. Okay, Leute, ich habe gerade ganz viele Bilder zu diesem Look gemacht und oh, es war so anstrengend. Weil ich weiß nicht, warum dieses Licht, was ich gekauft habe, das macht richtig hässliches Licht. Und ich weiß nicht, alle Bilder sind irgendwie so komisch geworden. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt irgendwelche finde. Okay, also mein Zimmer habe ich jetzt auch aufgeräumt bekommen, wie man hier so ein bisschen sehen kann. Da ist ein bisschen unordentlich, aber sie ignorieren, das ist jetzt nicht so schlimm. Wenigstens ist mein Schreibtisch aufgeräumt und so mein Bett und mein Schminktisch. Ich habe es endlich geschafft, Leute. Ich habe diese blöden Bilder gepostet und auch welche geschafft, also gemacht. Und jetzt muss ich mein Zimmer aufräumen, weil es sieht so schlimm aus. Ich habe die ganze Zeit irgendwelche Möbel umgestellt, damit ich halt gutes Licht habe und trotzdem ein schönes Bild machen kann. Ich bin gerade auch so tot. Ich wollte heute eigentlich noch ins Fitnessstudio gehen. Ich bin gerade aber am Überlegen, das einfach nicht zu tun, weil ich bin wirklich fertig. Ab da habe ich dann angefangen, mein Zimmer aufzuräumen. Also erstmal mein Schreibtisch, da lag so viel komischer Müll herum. Vor allem habe ich auch meine Tasche gepackt, weil morgen ja wieder mein erster Schultag ist. Ich habe das jetzt noch nicht genauer mitgefilmt. Und ich habe so viele Spangen und Haarreifen auf meinem Schreibtisch gefunden. Warum? Danach war mein Schminktisch dran, da musste ich auch die ganzen Sachen wieder einräumen, weil ich mich ja geschminkt hatte, meine Haare gemacht hatte und Bilder gemacht hatte. Und immer wenn ich Bilder mache, dann stelle ich irgendwelche Sachen um. Okay, also mein Zimmer habe ich jetzt auch aufgeräumt bekommen, wie man hier so ein bisschen sehen kann. Da ist ein bisschen unordentlich, aber sie ignorieren, das ist jetzt nicht so schlimm. Wenigstens ist mein Schreibtisch aufgeräumt und so mein Bett und mein Schminktisch. Ich denke, um ehrlich zu sein, auch nicht, dass ich heute nochmal filmen werde. Deswegen werde ich mich jetzt auch abschminken und meine Haare aufmachen. Ah, aua. Aua. An sich, ich könnte jetzt noch ein bisschen weiter filmen und so und es wäre sicherlich auch gut. Aber wenn ich es dann an einem Tag übertreibe, dann habe ich die nächsten Tage so wenig Bock und Motivation, weil es ja so anstrengend war. Deswegen sollte ich immer dann aufhören, wenn es noch geht. Und ich bin jetzt schon genervt. Aber Leute, ich bin gerade die ganze Zeit überlegen, soll ich heute noch ins Gym gehen oder es lieber lassen? Ich habe wirklich keine Lust, aber ich sollte gehen. Schaut mal, wie cool. Ich habe mir angewöhnt, immer den Schmuck hier so dran zu hängen. Das sind einfach irgendwelche Büroklammern, die ich da drauf gehangen habe. Ja, jetzt muss ich noch meine Ohrringe aufmachen. Früher ist mir der hier immer abgefallen, aber jetzt hält der voll gut. Ich glaube, das liegt daran, dass ich hier einmal Wimpernkleber so drum gemacht habe und dadurch ist es kleiner geworden. Und jetzt hält es besser an meinen Ohren. Okay, ich gehe mich jetzt abschminken. Wenn ich mein Gesicht wasche, muss ich immer erst meine Haare aus dem Gesicht machen und ich benutze immer Babyöl. Ich finde, das funktioniert so unfassbar gut. Ihr müsst nur darauf achten, danach ein normales Waschgel zu verwenden, weil ihr dieses Öl natürlich nicht weiter auf der Haut haben wollt, weil dann bekommt ihr Pickel. Ich habe nur eins bekommen, was super schlecht ist, irgendwie, keine Ahnung, das von Isana. Ich muss das dringend mal wechseln. Mein Gesicht trockne ich dann einfach mit meinem Handtuch ab.
Direkt danach mache ich mit Skincare weiter. Dafür verwende ich meine Produkte wieder aus Korea, wieder aus diesem Set. Ich glaube, diesmal habe ich das andere Produkt verwendet. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich habe auf jeden Fall nicht so viele Produkte verwendet, weil ich keine Lust drauf hatte. Es tut mir leid, Leute. Ich habe komplett vergessen, weiter zu filmen. Auf jeden Fall. Ich war gerade im Fitnessstudio. Ich habe auch meine Sportsachen noch an. Meine Beine tun so weh, aber das ist ein gutes Zeichen. Ich beende hierbei auch einfach den Vlog. Morgen ist mein erster Schultag. Das heißt, ich sollte früh ins Bett gehen. Wir haben jetzt ungefähr 9 Uhr. Ich werde mich jetzt noch duschen und dann ein bisschen was lesen und dann gehe ich auch schlafen. Und danke auf jeden Fall, dass ihr auch euch wieder dieses YouTube-Video angeschaut habt. Wirklich, ihr bedeutet mir so unfassbar sehr, wenn ihr auch nur ansatzweise wüsstet. Ich würde mich auch super darüber freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben geben würdet. Und ich weiß, ich sage das in jedem Video, aber ich weiß ganz genau, dass ihr das nicht macht. Deswegen sage ich es nochmal. Gebt mir den Daumen nach oben, ja? Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet. Müsst ihr natürlich nicht, aber es würde mich halt sehr weiterhelfen. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Ciao!